Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Outland Adventures. Heute machen wir eine Wanderung in der Region um die Liener Linde herum. Viel Spaß! Ich hoffe jetzt, dass der Wind nicht zu stark ist und hoffe auch, dass das Wetter mitspielt, weil zurzeit sieht es schon ein bisschen regnerisch aus und natürlich bleibt Regenschutz zu Hause. Da im Hintergrund ist der Liener Wasserfall mit 5 Meter plus minus der höchste Wasserfall im Kanton Aargau.
Für unterwegs eine kleine Stärkung habe ich eine Kirsche gespritzt. Süß, fein. Jetzt habe ich relativ lange gebraucht, bis ich verstanden habe, wo der Römerweg durchgeht. Ich dachte immer, links von mir war so ein Bachlauf, wo jetzt halt noch kein Wasser mehr hat. Aber es war oder ist die alte Römerstraße. Auf dieser Seite, da komme ich jetzt hoch, war der Wanderweg. Und wenn wir jetzt ein bisschen nach rüber gehen, hier ist noch ziemlich verwachsen. In diesem Bereich geht der Römerweg durch. Folgen wir erst kurz. Hier sieht man noch den Stein. Und jetzt in diesem Bereich, wo die Kutschen, die Räder, das den Stein schön ausgeschliffen hat, eindrücklich. Auch hier sieht man jetzt noch so eine Furche auf der linken Seite. Schwenken wir auch rüber. Hoffentlich sieht man es auf dem Bild. Die rechte Seite wäre interessant, wenn man jetzt in die Zeit zurückreisen könnte, wie vor 2.000, 3.000 Jahren oder 2.000 Jahren hier die Kutschen durchgegangen wären, was das für eine Leistung gewesen ist. Wirklich interessant, das mal erleben zu können. Nochmals zum Zeigen, hier der normale Wanderweg, und was ich immer wieder gesehen habe, ist einfach so eine Mulde, wo ich zuerst gedacht habe, das war ein Bachlauf ohne Wasser. Habe ich das Wort schon viel mal gesagt, aber wirklich eindrücklich, diese Rillen, was durchgeht, und man sieht, die ganze Hand lang, dort hinten etwa 30-40 cm, wie sich das Fuhrwerk
über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach hineingefressen hat in den Stein. Nach dem Motto, steht der Tropfen, höhlt den Stein oder auch das Rad. Hier so ein ganz einladend eine neue Bank steht mit Tisch, denke ich, ist Zeit, mein kleines Bäuchlein wieder zu füllen. Nun sind wir bald am Schluss von dieser Wanderung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, einen Daumen nach oben. Schreibt doch gerne auch in die Kommentare, positiv oder negativ. Würde mich beides freuen. Kann auch selber dann wachsen, wenn etwas Negatives ist. Und wenn es positiv ist, freue ich mich sowieso. Die Abmoderation mache ich jetzt schon, weil weiter vorne windet es ziemlich stark. Und dann denke ich, dass die Mikrofone auch nicht mehr ganz so mitmachen mit dem Wind zusammen. Ich hoffe wieder, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, euer Adler Adventures Kanal. Tschüss!